Servus Leute und damit hallo und herzlich willkommen zurück zur Schalke 04 Karriere Folge Nummer 42. Am 10. Bundesligaspieltag sind wir hier beim FC Heidenheim zu Gast und da wollen wir natürlich auch mal wieder gewinnen, sind natürlich auch in der Favoritenrolle und hatten hier nach 28 Minuten die erste Chance durch Nikola Christovic. Gegen die Heidenheimer hatten wir unter anderem in dieser Saison schon im DFB-Pokal gespielt, dort konnten wir am Ende gewinnen. Heute haben wir dann auch gut begonnen, hatten nicht die ganz klaren Torchancen, waren aber auf jeden Fall die dominante Mannschaft. Hoffmanns Schuss wurde hier auch nochmal gefährlich abgefälscht. Nübel konnte das Ganze aber erstmal klären und nach dem Seitenwechsel kommen dann die Gastgeber mit Bojang und der ist frei durch. Und dann macht er hier mit der ersten Chance für Heidenheim das Tor. Das kennen wir auch schon aus dem DFB-Pokal, auch da Heidenheim gefühlt mit jeder Chance ein Tor gemacht. Und jetzt rennen wir hier also einem Rückstand hinterher. Wir haben aber nicht lange gebraucht, um zu antworten. Fofana setzt sich super durch, vorbei am Gegenspieler und dann legt er auf Christovic ab. Und der Typ schweißt den Ball da mit gefühlt 300 km/h in den Winkel. Keine Chance für Alex Nübel da ranzukommen und damit steht es jetzt also wieder unentschieden. Und es dauert dann wiederum nur wenige Minuten, bis der nächste Angriff rollt. Wieder Fofana macht ein gutes Spiel auf Uetra Ogo und dann Nikola Christovic legt ihn sich nochmal auf den anderen Fuß rüber. Anstatt direkt den Abschluss zu suchen, wartet er noch einen Moment und dann erwischt er die Verteidigung und auch Alex Nübel auf dem falschen Fuß. Das war wirklich eine super Aktion von Christovic und tatsächlich war es auch die letzte nennenswerte Aktion in dieser Partie. Am Ende gewinnen wir also mit 2:1 gegen Heidenheim. Es war kein spektakuläres Spiel, es war kein gutes Spiel, aber am Ende wandern eben die nächsten 3 Punkte auf unser Konto. 3 Punkte würden wir auch gerne mal in der Champions League holen. Da haben wir ja wirklich die ersten 3 Spiele alle unentschieden gespielt. Wenn wir noch weiterkommen wollen, dann müssen wir jetzt gegen die Young Boys Bern zu Hause unbedingt gewinnen. Und wir sehen ihn hier schon. Oh, Jong-Kyu, der Typ, der im Hinspiel 2-mal gegen uns getroffen hatte. Heute soll er dann bitte nicht treffen und wir dafür auf jeden Fall schon. Uetra Ogo nach 2 Minuten mit der ersten Torannäherung. Und wir kommen dann auch schon wieder. 13. Spielminute. Nikola Christovic mit einem wundervollen Abschluss. Leider geht der Ball aber ganz knapp vorbei. Ich sag's ehrlich, das wäre eines der geilsten Tore überhaupt gewesen, die wir in dieser Karriere erzielt hätten. Wirklich super schön der Volley, aber leider geht er eben nicht rein. Ja, unser Trainer ärgert sich da auch. Wäre natürlich zu schön gewesen. Wir haben aber weiter Druck gemacht. Jetzt hier die Flanke auf Patrick Schneider. Der Ball ist hinter der Linie. Die Fans jubeln, aber ja, leider seht ihr es schon. Die Fahne des Schiedsrichterassistenten ist oben. Es war also abseits, das Tor zählt nicht. Hier sehen wir es auch nochmal in der Wiederholung. Ganz klares Ding, Schneider ist da deutlich im Abseits gewesen und der Treffer zählt zu Recht nicht. Es scheint aber wirklich nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis hier der erste Treffer fällt. Die Ecke wird erstmal geklärt, landet aber im Rückraum bei Fiete Friedrich. Und der schweißt den Ball da ins Tor rein. Was ein herrlicher Treffer von Fiete Friedrich. Der trifft ja nicht allzu oft, aber wenn, dann eigentlich auch immer relativ schön. Und hier macht er jetzt das so Wichtige, das erlösende 1:0. Also das ist ja wirklich mehr als verdient. Das ist sowas von überfällig gewesen. Mit der Führung ging es dann auch erstmal in die Pause. Nach dem Seitenwechsel haben wir dann ein bisschen gebraucht, um wieder reinzukommen. Jetzt aber hier eine Riesengelegenheit für Nikola Christovic. Schön vorbereitet und dann super gemacht vom Montenegriner. Aber leider ist der Ball dann am Ende eben noch geblockt worden. Wir waren jetzt aber wieder besser drin im Spiel. Kevin Schade haut den Ball hier einfach mal vor. Ganz langer Ball, kommt auch nicht wirklich gut. Aber Patrick Schneider ist dann hellwach und dann macht er hier das 2:0. Was für eine Schlitzohraktion von Patrick Schneider. Stiebitzt dem Gegenspieler da den Ball weg. Der hatte eigentlich ja schon die Situation unter Kontrolle, aber dann hat er eben einen schlechten Kontakt. Schneider ist hellwach und macht hier das 2:0. Und kurz darauf wurde er auch ausgewechselt und für ihn kam dann Zimmermann in die Partie. Das Spiel war damit natürlich auch so gut wie entschieden und es war auch klar, es werden sich jetzt mehr Räume für uns öffnen. Das ist die nächste Konterchance über Kevin Schade und er macht das 3:0. Und damit ist der Sack hier auch endgültig zu. Endlich gewinnen wir also unser erstes Spiel in dieser Champions League-Saison. Hat ja wirklich lange genug gedauert und das ist wie gesagt auch so wichtig gewesen. Wenn wir das Spiel nicht gewonnen hätten, dann hätten wir das Achtelfinale wahrscheinlich schon abschreiben können. So sind wir aber jetzt auf den 2. Platz vorgerückt, liegen vor dem FC Barcelona. Und das ist doch eine richtig gute Ausgangslage. Allerdings spielen wir eben auch noch gegen die Katalanen. Erreicht haben wir wirklich noch gar nichts.
Wie in der Champions League-Gruppe liegen wir dann auch in der Bundesliga-Tabelle auf dem zweiten Platz. Aber ihr seht's halt, wir sind halt punktgleich mit dem dritten und vierten mit Leipzig und Bayern München. Und unser nächster Gegner in der Fußball-Bundesliga waren dann eben auch die viertplatzierten Münchner. Der Rekordmeister ist also mal wieder zu Gast in der Veltins-Arena. Vor einigen Jahren war das noch eine ganz klare Angelegenheit. Da war Bayern der haushohe Favorit. In den letzten Jahren konnten wir auch häufiger mal gegen die Münchner gewinnen. Und dementsprechend würde ich schon sagen, können wir uns hier auf ein Duell auf Augenhöhe freuen. Trotzdem hat Bayern wahrscheinlich schon die besseren Einzelspieler, die sollten wir auf keinen Fall jetzt irgendwie unterschätzen, aber das machen wir natürlich auch nicht, das wäre ja saudämlich. Zum Beispiel haben sie ja einen Jamal Musiala und eben auch einen Darwin Núñez. Die beiden haben uns ja schon oft genug Kopfschmerzen bereitet und auch heute machen sie wieder das, was sie am liebsten gegen uns machen, nämlich Tore erzielen. Musiala mit der Vorlage und dann Núñez mit dem 1:0 für den Rekordmeister. Wir sind danach auch erstmal gar nicht richtig in die Partie reingekommen, stattdessen dann wieder die Münchner. Wir haben den Ball eigentlich schon gewonnen, verlieren ihn aber wieder und dann steht es hier 2:0 für die Bayern. Und Jonas Urbich sieht da ja auch wirklich gar nicht gut aus. Zum einen geht das Tor natürlich auf Moritz Jens, der hier den Ball vollkommen unnötig verliert. Aber was macht dann bitte Jonas Urbich? Also das ist ja super unsouverän, wie er diesen Ball hier pariert. Liegt dann auf dem Boden, das Tor ist leer, Musiala muss nur noch einköpfen, also wirklich ein Riesenfehler von unserem Schlussmann. Und ja, jetzt sieht das Ganze halt gar nicht gut aus, wir liegen 0:2 hinten und es ist gleich Halbzeitpause, jetzt aber nochmal Nikola Kristovic mit dem Tor. Aber der Jubel hält nur ganz kurz an, denn er stand hier im Abseits und wir sehen es hier auch gleich in der Wiederholung, das war auch eine relativ deutliche Entscheidung. Der Pass kommt einfach ein bisschen zu spät. Dann macht er das natürlich super, Kristovic, ein super Treffer, aber er zählt eben leider nicht. Und so geht es dann hier mit dem 0:2 in die Kabine. In der Halbzeitpause haben wir aber wohl die richtigen Worte gefunden, denn wir haben jetzt ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Nikola Kristovic mit der nächsten Chance. Aber er macht ihn halt nicht rein. Aber das war ein richtig guter Beginn hier in die zweite Hälfte. Und wir kommen dann schon wieder. Kevin Schade will nochmal zurücklegen. Der Ball wird aber geklärt. Wir gewinnen ihn aber direkt wieder zurück. Tom Kraus auf Uetraogo. Kristovic legt nochmal rüber auf Kevin Schade. Und den muss er doch reinmachen. Was eine Riesenchance. Unfassbar. Aber ja, der Abschluss ist am Ende einfach nicht gut genug. Und so wird es dann natürlich schwer, gegen die Bayern einen 0:2 Rückstand aufzuholen. Und die Münchner kommen auch schon wieder mit Jamal Musiala. Und der macht das 3:0. Und wieder sieht da Jonas Urbich mal so gar nicht gut aus. Also das ist wirklich eine bodenlose Leistung von unserer Nummer 1. Ihr habt ihn ja in der Vergangenheit öfter mal so ein bisschen kritisiert. Ich habe ihn eigentlich immer verteidigt. Ich muss aber sagen, in den letzten Wochen Urbich öfter mal nicht so ganz souverän. Und das Spiel heute ist halt wirklich eine komplette Katastrophe. Also zwei Tore gehen hier wirklich komplett auf seine Kappe. Und wenn du am Ende dann halt eben auch um die Meisterschaft mitspielen willst, dann brauchst du einfach einen sicheren Rückhalt. Und das ist Jonas Urbich in der aktuellen Phase halt leider gar nicht für uns. Dementsprechend muss man über diese Personalie in der Zukunft vielleicht auch nochmal reden. Ansonsten haben wir hier wirklich nochmal alles versucht, um zumindest noch irgendwie ein Tor zu erzielen. Aber ich glaube, wir hätten wirklich noch stundenlang spielen können. Es sollte einfach nicht sein. Es war nicht unser Tag. Und so verlieren wir am Ende verdient mit 0:3 zu Hause gegen den FC Bayern München. Durch die Niederlage gegen die Bayern sind die natürlich auch an uns in der Tabelle vorbeigezogen und auch RB Leipzig hat gewonnen. Das heißt, wir sind nur noch Vierter, sind auch punktgleich mit dem Tabellenfünften, haben jetzt 6 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer Leverkusen. Das sind jetzt also nicht die besten Nachrichten. Dafür gibt es jetzt aber auch sehr gute Nachrichten. Und zwar Nicola Conti ist von seiner Verletzung zurück. Er war ja wirklich 3 Monate lang ausgefallen, hat auch ein Rating verloren, ist jetzt aber wieder da und er ist halt einfach einer der besten Spieler bei uns in der Mannschaft gewesen in den letzten Jahren. Und deswegen wird es uns sicherlich richtig gut tun, dass der Junge wieder mit dabei ist. Gegen den 1. FC Köln war er auch im Kader, saß aber natürlich erstmal nur auf der Bank, wäre auch ein bisschen wild, ihn jetzt direkt in die Startformation reinzuwerfen. Aber ich denke, er wird dann in der zweiten Hälfte auf jeden Fall reinkommen, davor müssen wir es jetzt aber erstmal ohne ihn richten. Das Ganze sollte aber auch nicht allzu schwer werden, denn wir spielen hier gegen den Tabellenletzten, gegen das Ligaschlusslicht. Allerdings 14 Minuten sind gespielt und es gibt 11 Meter für den 1. FC Köln. Die Schiedsrichterin zeigt auf den Punkt und jetzt schnappt sich hier Moore den Ball und er verwandelt tatsächlich auf den Elfmeter. Eine Viertelstunde ist also gespielt und wir liegen hinten gegen die Kölner, gegen das Ligaschlusslicht. Und das ist kein guter Start, aber ich denke mal, wir werden hier schon noch zurückkommen können. Und es dauert dann auch gar nicht lange, bis es die erste Chance für uns gibt. Der Freistoß wird erstmal geklärt, landet dann aber in der zweiten Reihe bei Schade. Der Schuss wird geblockt, aber der Nachschuss ist dann drin. Kevin Schade mit dem Ausgleich. Es hat nicht mal 15 Minuten gedauert und dann steht es hier wieder unentschieden.
Danach ist dann aber gefühlt gar nichts mehr passiert. Es sind nur noch 20 Minuten zu gehen und wir wechseln jetzt tatsächlich Nicola Conti ein. Nach seiner Verletzung ist er also zurück und jetzt ist er hier auch direkt mal am Ball. Seine erste Ballaktion nach seiner langen Verletzungspause. Nicola Conti, der Schuss wird geblockt und landet bei Malik Fofana. Der Belgier macht hier das 2:1 eine Viertelstunde vor dem Ende und Nicola Conti mit seiner ersten Aktion nach der Verletzung direkt an einem Tor beteiligt. Der Typ ist einfach ein absolut krasser Kicker. Allerdings gab es dann hier nochmal eine Chance für den 1. FC Köln in der 90. Minute. Nach einer Ecke steht Tsubimendi einfach vollkommen frei in unserem 16er. Das darf halt niemals so der Fall sein und da machen die Kölner eben doch noch den ganz späten Ausgleich. So richtig beschweren dürfen wir uns aber nicht, das war insgesamt einfach zu wenig. Aber das Spiel ist ja noch nicht zu Ende. Die Schiedsrichterin pfeift auf jeden Fall nochmal an und wir kommen auch nochmal vom Anstoß weg mit Nicola Conti. Nicola Conti steckt durch auf den anderen Nicola, nämlich auf Nicola Christovic. Ja, bist du denn komplett irre? Das kann doch nicht wahr sein. Da macht Köln in der 90. Minute den Ausgleich und wir kommen dann nochmal zu einer Chance. Und Nicola fucking Christovic mit dem 3:2. Und Nicola Conti auch jetzt noch mit einer richtigen Vorlage. Also was ein Comeback vom Italiener. Kommt rein, ist direkt an zwei Toren beteiligt und hilft uns damit dann doch noch ganz entscheidend mit gegen den 1. FC Köln zu gewinnen. Die Kölner nach diesem Spiel natürlich am Boden zerstört. Ich meine, das ist halt auch einfach so bitter. Die sind Tabellenletzter, spielen gegen den Tabellenvierten, machen da in der 90. Minute den Ausgleich und am Ende verlieren sie halt trotzdem. Aber wir werden jetzt natürlich kein Mitleid oder so mit denen haben. Ich meine, wir haben gewonnen, wir können feiern und das werden wir auch machen. Und ich würde sagen, das war dann auch ein gelungener Abschluss für diese Episode. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao, ciao.